think about me. Hallo und herzlich willkommen zurück zu SP Final Fantasy 18.015 war ich natürlich. Hoppa. Weh. Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Prinz Noctis, willkommen zurück. Dein heißer Tipp war Gold wert. War die Geschichte etwa wahr? Oh yes. Vielen Dank, Talcott. Ach, nicht doch. Schon wieder. Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja, gibt sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja, wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Cortez-Platte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. Hier, vorher sollten wir was essen. Hallo auch! Ihr habt sicher Hunger. Was darf's sein? Genießt das Essen in Ruhe. Ich glaube, das kann ich nachkochen. Schaut mal wieder rein, wenn euch danach ist. Ich wollte aber erstmal Dings Regalia wieder Spaß machen. Das heißt also, erstmal ein paar Platz. Hammerhead. Schild. 18 Uhr freitags. Okay, aber Samstag auch auf bis 12.30 Uhr. Dann fahre ich Samstag, also morgen weiterhin.
Hier sind Ladebildschirme. Wir sind da. Gut. Hey, du. Wie wär's mit einer Pause? Ja, gute Idee. Was darf's denn heute sein? Sucht euch eine Farbe aus. Kommst du nicht mit? Welche Farbe möchtet ihr für die Sitze? Und was ist mit den Felgen? Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Welches Design möchtet ihr gerne? Was für euch dabei? Welches Design möchtet ihr gerne? Was für euch dabei? Bist du dir sicher? Dann mache ich mich mal ans Werk. Fertig. Na, was sagt ihr? Ist das denn wütend? Wir sind da. Ach, endlich! Yukol-Testplatte, so. Wer ist da denn? Ja? Guck mal an. Nanu, ihr auch hier? Ach, nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja, alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also nennt mich einfach Adel. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich mime gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia, nicht wahr?
Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Das ist mir egal. Und welche ist deine Karre? Ach, der schwarze bestimmt. Ne, der rote. Seid ihr soweit? Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Ignis, fahr du. Der Arme muss ständig fahren. Gönn ihm doch mal eine kleine Auszeit. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Achso. Kapitel 4 von Göttern und Königen. Die Erde zerzittert und Noctis wird von einem unangenehmen Stechen im Kopf geplagt. Aden behauptet, die Schmerzen seien eine Nachricht des Gottes Titan an den König. Sollten die Legenden tatsächlich der Wahrheit entsprechen, skeptisch, aber heimlich voller Hoffnung, brechen die vier Gefährten zur Kultusplatte auf, wo der Riese zu finden sein soll. Die göttlichen Prüfungen. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Nagel. Ja, doch, ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut. Schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Am Kai war der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder?
Wie ein Luzianer, allerdings noch viel weniger. Wenn ich mein Auto einfach automatisch wenden wollte, wo ich gleich jetzt unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautestplatte. Markt, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Lol. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Nacht. Was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Gibt's in der Nähe ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Sogar unser verwöhnter Noct weiß das zu schätzen. Ja, Freiheit lob ich mir. Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden? Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Okay. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Was ist das für ein Typ? Es gibt draußen zwei Bilder, heftig. Nanu, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Oh, tut mir leid, hab nicht gefragt. Nein, nein, keine Angst. Wir wollen doch dafür sorgen, dass der Prinz mein Gesicht niemals vergisst. Was soll das denn heißen? Wer zum Teufel ist das eigentlich? Mit Arden reden. Ich bin vom Blute der Kanadier. Hey! Na? Bonjour. Wie mein? Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Ja. Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte, war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Oh fuck. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Daskas den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Ein Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundbüro für verpasste Chancen. Wow, prompto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, war ja klar. Warum steht sowas auf einer Klotür? Und deine Brille, Ignis, beschlägt die bei der Hitze nicht? Solange es nicht auch noch feucht da drin ist.
Und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? Sag mal, Ignis, wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Nockt mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr. Also, so schlimm fährt Nockt nun auch wieder nicht. Ich kann mich daran erinnern. Wir sind da. Ist das auch wahr? Haltet ihr mich etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon allein dieser Umweg. Hallo, ich bin es. Seid so nett und macht das Tor auf. Einfach so aufgemacht. Na, überrascht. Ich habe mehr Einfluss, als man mir auf den ersten Blick ansehen mag. So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Also dann, macht's gut. Wie gemein. Ein echt seltsamer Kerl. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja, ganz so schlimm ist er auch nicht. Auf mal durchrausen. Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. Alles klar. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Huch. Thank you.